Die Eispiraten Grimmitschau sind eher mäßig in die neue Saison gestartet. Aus 6 Spielen konnten sie lediglich 2-mal als Sieger vom Eis gehen. Natürlich ist oberstes Ziel der Westsachsen wieder kontinuierlich zu punkten. Und dafür wurde auch in dieser Woche wieder hart trainiert. Am vergangenen Wochenende standen eine Niederlage und ein Sieg zu Buche. Das Spiel in Heilbronn am letzten Sonntag konnte mit 6:4 gewonnen werden. Das Freitagsspiel zu Hause verlor man trotz eines starken letzten Drittels mit 3:5 gegen die Ravensburg Tower Stars. Ja, es waren zwei harte Spiele für uns am Freitag zu Hause gegen Ravensburg. Wir haben teilweise gut gespielt, aber wieder auch Fehler gemacht, die waren nicht unbedingt notwendig, und ja, wir haben das Spiel dann am Ende eng gehalten, und dann nehmen wir wieder eine Strafzeit, die uns das im Grunde genommen das Spiel gekostet hat. Wir können da auch mit dem Punkt nach 60 Minuten zufrieden gewesen sein, aber ja, das ist momentan unser Spiel, dass wir nicht konstant über 60 Minuten spielen. Ja, und in Heilbronn, wir wussten, Heilbronn war ausgeruht, die haben Freitag spielfrei gehabt, und ja, die haben einen schweren Start, die haben noch keine Punkte zu dem Zeitpunkt gehabt, und wir wussten, dass uns ein schweres Auswärtsspiel erwartet. Die haben ein bisschen Probleme mit dem Line-up gehabt, und was mir gut gefallen hat in Heilbronn, wir haben uns viele Chancen erarbeitet, und auf anderer Seite, wir waren wieder undiszipliniert in unserem System, und wir haben immer wieder Heilbronn ins Spiel gebracht mit unserer Undisziplinarität in dem System, und dann ja, am Ende ist das noch eng geworden, aber das war wieder unnötig. Ne? Wir können das Spiel, ich sag mal, locker nach Hause fahren, wenn wir in unserem System diszipliniert spielen. Aber nichtsdestotrotz sind wir zufrieden, dass wir die 3 Punkte aus Heilbronn mitgebracht haben. Nun steht ein echtes Derby-Wochenende an. Am morgigen Freitag steigt zu Hause im Sahnpark um 20 Uhr das Spiel gegen die Dresdner Eislöwen. Und am Sonntag reisen die Grimmitschauer gar nicht weit zum Gegner nach Weißwasser. Ja, Derbys sind halt, es geht immer emotional zu. Ne? Es ist, Dresden braucht man nicht reden, die haben den gleichen Kader wie letzte Saison. Die sind eingespielt, die wissen, wie man Spiele gewinnt. Das wird eine richtig harte Nuss für uns sein. Und Weißwasser, die haben sich auch verstärkt. Wir haben zweimal in der Vorbereitung gegen die gespielt. Die spielen sehr unangenehmes Eishockey, die geben die wenig Raum. Die haben jetzt 9 Torhüter verpflichtet. Zwei enge Spiele. Ne? Wir müssen emotional bereit sein, ne? In Derbys alles zu geben. Wir hoffen, dass am Freitag eine tolle Kulisse hier ist, die uns nach vorne peitscht. Und wie letztes Wochenende. Ne? Wir müssen 60 Minuten unseren Gameplan durchziehen. Auch Philipp Reisnecker, der in den letzten Spielen mehrfach punkten konnte, freut sich auf die beiden Begegnungen, weiß die Gegner aber auch einzuschätzen. Ja, es werden 2 schwere Spiele sein, und wir müssen bereit sein, das zu machen, was wir im Training über die Woche machen. Und dann glaube ich, wird es gut ausgehen. Reisnecker konnte in den letzten 6 Spielen 3-mal treffen und steht damit in der Torerfolgsliste der Eispiraten nach Patrick Pohl an 2. Stelle. Ja, ich glaube, ich habe einfach im Sommer sehr gut trainiert, und die Stimmung hier in der Mannschaft passt. Wir haben eine super Gruppe, und dann kommt das alles so zusammen. Was hast du im Sommer so gemacht? War also eigentlich wie jeden Sommer. Ich bin in Tschechien im Sommer, mache da mein Sommertraining und arbeite einfach hart, um besser zu werden.
Einziger Wermutstropfen, die Eispiraten können für die kommenden zwei Spiele nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. Wir haben echt die Hälfte von dem Kader ist angeschlagen. Stand heute weiß ich überhaupt nicht, wer am Freitag zur Verfügung steht. Es wird eine kurzfristige Entscheidung sein am Freitag. Hoffentlich haben wir mindestens drei Reihen und wir werden dann alles in eine Schale werfen und versuchen, Dresden das Leben schwer zu machen. Dann drücken wir den Eispiraten fürs kommende Wochenende fest die Daumen. Bei den beiden Partien hofft man seitens des Vereins auf eine rege Unterstützung der Fans.